Let's play Torchlight 1. Wir sind noch in der Stadt und hatten hier letztes Mal noch aufgehört und werden jetzt mal hier mit dem Roboter sprechen. Greetings. Bist du mit uns Peak, der freundlichen Kopf, zurückgekehrt? Natürlich, metaphorisch gesehen. Oder bringst du mir jetzt auch tatsächlich den toten Kopf? Ich will den gar nicht haben. Nimm dieses Gold und bring das Teil wieder dahin, wo du es hergeholt hast. Und es gibt eine schöne Waffe. 200 Schaden. Aber sehr langsamen Angriff. Sehr langsame Angriffsgeschwindigkeit. Wir werden es ausprobieren. Er hat noch eine neue Quest für uns. Wenn du wirklich ein Held sein möchtest, der es wert ist, besungen zu werden, musst du dich beweisen und auch die wildesten Biester erledigen. Tina Hauker, der Massenmörder, ist wohl ein unbesiegbarer Gegner. Aber sowas dürfte deinen echten Helden nicht aufhalten. Das Biest befindet sich in 11 Ebenen unter Torchlight. Kehre zurück und erzähle mir deine Geschichte. Dafür gibt's, Medium Boots. Nicht so wirklich welche, die mich so wirklich interessieren. Also, der kommt jetzt weg. Jetzt haben wir den ausgewählt. Mache ich das Inventar wieder dicht, so. Hi there. Hier, kauf meine Waffen. Gleichfalls. Dann probieren wir mal seine neue Waffe aus. Sonst haben wir hier keine Quests, außer halt vielleicht von dem guten Mann. Also werden wir unser Stadtportal wieder nutzen und zurück in die Höhle reisen. So, wir sind in der 10. Ebene und müssen auf die 11. Wow, die trifft ja richtig gut. Die trifft genauso wenig. Aber wir haben wieder ein paar Punkte zu verteilen. Was wollen wir denn noch lernen? Hier ein bisschen... Bisschen Glück, bisschen kritische Treffer ist nicht verkehrt. Aha. Boah. Da schießt Spike gleich einen Feuerball raus. Und wieder so ein... Oh, die zwiebelt die aber richtig weg. Allerdings. Gegen große Monster ist die auf jeden Fall gut. So ein bisschen gegen statische Gegner. Hi. Zack. Zack. Oha. Wow. Bevor sein Schuss bei uns ist, ist er ja schon zerfetzt. Also die Waffe hat sich echt gelohnt, die zu bekommen. Gut, es war noch nicht so eine wahnsinnige Herausforderung, die zu bekommen. Ich musste dann nur einfach ein bisschen rumlaufen und die erhalten, aber ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Oh, ja, habt Angst vor mir. Schaut euch das mal an hier. Zack, zack. Ich habe jetzt immer wieder Anfragen bekommen. Ja, was heißt Anfragen? Auch eher, vielleicht nennen wir es vielleicht Hinweise, dass dieses Let's Play nicht so wahnsinnig beliebt ist, dass ihr vielleicht lieber was anderes haben wollt. Daher würde ich einfach mal unter diesem Let's Play euch einfach fragen, ich möchte, dass ihr es einfach in die Kommentare schreibt, soll ich mit Torchlight weitermachen oder soll ich mich vielleicht lieber auf ein anderes Spiel konzentrieren, einfach ein neues jetzt ins Repertoire mit aufnehmen. Skyrim läuft ja noch und Dark Messiah läuft noch, aber die sind schon so weit, dass es eigentlich kein Problem ist, jetzt noch was Neues aufzunehmen. Weil da bin ich schon relativ weit mit den Aufnahmen und habe jetzt schon ein nächstes Projekt in Planung, habe zwei nächste Projekte in Planung und habe dann theoretisch wieder ein bisschen Platz. Und gerade ab Mai kommen ja dann wieder einige Sachen dazu. Oder ich mache einfach ein paar mehr Minecraft-Folgen dann, irgendwie sowas. Einfach mal sagen, was ihr euch so denkt. Ist Torchlight überhaupt so interessant, dass ihr jetzt auch das Ende sehen wollt oder soll ich es abbrechen und dann... Vielleicht lieber mehr Minecraft oder andere Spiele spielen. Einfach mal in die Kommentare schreiben, ich würde mich freuen. Damit wir dann auch genau wissen, woran wir sind. Und ich hier nicht einfach irgendwas spiele, was am Ende sowieso keinen interessiert. Das wäre natürlich sehr schade. Aber wenn ihr sagt, macht Torchlight weiter, weil jedes Spiel hat ja so seine eigene Fangruppe letztendlich. Nicht jeder mag Torchlight, aber es gibt sicherlich den einen oder anderen, den das Spiel wirklich zusagt. Einfach in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Und dann können wir dementsprechend auch weitermachen. Oh, was bist du denn für einer? Kazoroth der Große. Naja, der ist auch kein Problem. Mit meinen ganzen Armeen, die ich hier um mich geschart habe mittlerweile. Spike und die Zombies. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Bei Skyrim habt ihr auch gesehen, ich hatte eine Zeit lang wirklich pausiert. Und gedacht, das mache ich jetzt nicht weiter, weil es keiner mehr sehen will. Aber dann kamen ja doch so viele Nachfragen letztendlich, ob wir das vielleicht doch nochmal aufnehmen könnten ins Programm. Und Skyrim läuft natürlich jetzt auch noch.
Und es ist auch gar nicht schlecht, weil ich hatte es ja noch nicht durchgespielt. Ihr habt ja selber gesehen, wie weit ich gewesen bin. Oh, noch so ein großer. Hier, Flammenball. Ich sag schon wieder nur Flammenball. Feuerball. Feuerball. Gar nicht so schwer, Marv. Feuerball. So. Schon wieder eine Quest erledigt. Was? Geh weg. Und du? Auch. Genau, und dann könnte ich halt das ein oder andere Spiel wieder mit aufnehmen. Ich wiederhole mich. Also. Den, den und den. 6 Eiswiderstand. Nein, brauche ich nicht. Den brauche ich auch nicht. Den auch nicht. Den auch nicht. Das ist ein Quest. Den will ich auch nicht. 128 will ich auch nicht. Ich habe viel bessere Waffen. Da muss ich mich gar nicht hier mit dem ganzen Schrott voll beladen. Oh. Tarantula. Oh, und große Tarantulas. Richtig große Tarantulas. Hier. Feuerball. Skelettbogenschützen. Mal vielleicht einen Heiltrank reinziehen. Ah ja. Die Skelettbogenschützen erledigen den. So. Mal gucken. Das hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, dass mich das ewige Identifizieren der Sachen ganz schön nervt. Und man kommt auch nicht drum herum. Nö. Ich bin stark genug, ich brauche nicht noch mehr Geschicklichkeit. Ah, okay, den ersten oben haben wir fertig. Es ist kein Wunder, dass sich die Estelaner so schnell so viel Wissen angeeignen konnten. Sie saßen auf einem unendlichen Haufen von Ember. Wir müssen diese 3 verlorenen Glyphen finden. Bla 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 bla. Ja, Glyphe 1 habe ich. Ist sie da jetzt schon drin? I can't do that. Ja ja, bla bla bla. Gut, dann müssen wir noch die andere Glyphe finden. Hinein in die zweite Welt. Oh, wir sind in der 12. Ebene unter Torchlight. Das nenne ich mal einen großen Keller, ehrlich. Die haben ja hier wirklich alles. Ein Schwimmbad haben sie vielleicht nicht. Warum kann ich in den nicht zaubern? Feuerball? Nö, keine Lust. Der Feuerball hat gar keine Lust. Ich benutze jetzt im Moment, da die Waffe so stark ist, eigentlich nur noch den manuellen Angriff und gar nicht mehr meine Spezialzauber hier, merke ich gerade. Dein Angriff fetzt ihr ja auch schon so auseinander. Ohne Probleme. Dann noch ein Feuerball hinterher. Oder sowas. Und das ist dann alles kein Problem mehr hier. So. Machen wir mal hier ein paar zielsuchende Geschosse. Könnte ich auch noch ein paar von ausbilden eigentlich. Die sind nämlich gar nicht schlecht. Ja, mein Mana ist low. Bringt überhaupt nichts, das lowe Mana. Zack, Heiltrank. Und Heilzauber. Erledigt alles. Auch mit. Ja, es passiert halt nicht so wahnsinnig viel. Ich verstehe schon, dass die Leute sagen, also, das ist nicht so der unglaubliche Let's Play-Knaller. Ich möchte sie eigentlich als Vorbereitung auf Torchlight 2 spielen und ich werde Torchlight 1 auch so durchspielen, auch wenn ich das denn nicht aufnehme. Von daher ist es eigentlich kein großer Aufwand, das letztendlich auch noch so nebenbei durchzuspielen. Und aufzunehmen halt. Aber es ist halt wirklich nur reines Monster-Moschen. Wirklich nur raufklicken und töten. Nichts anderes. Und dass da einige sagen, wie, wow, wie langweilig, Marv. Mach mal was Kreatives. Mach mal etwas, wo wir etwas sehen, was du machst und nicht einfach nur die Monster killst. Weil es ist eigentlich so wie so ein Podcast, den ich jetzt hier mache. Nur, dass im Hintergrund halt noch so ein bisschen was läuft. Das könnte ich eigentlich machen. Ich könnte meinen Podcast weitermachen und dort im Hintergrund einfach Torchlight laufen lassen. Das wäre mir was. Ah ja. Da haben wir wieder was gefunden. So, und hier die ganzen Viecher. Ah, der Feuerball ist echt klasse. Wollen wir mal gucken, was hier jetzt alles ist. Ich lasse ja relativ viel aus. Ich gehe einfach dran vorbei. Oder laufe einfach einen anderen Weg. Zack. Was brauche ich meine Spezialangriffe? Ich habe doch meine Superwaffe.
Oh, hier ist schon wieder Bossgegner. Die werden gleich gegrillt. Spike in den Angriff. Schnapp sie dir. Dann mache ich es einfach so. Zack. Heiltrank reingedrückt. Und den anderen. Komm. Nein. So. Sehr gut. My pack is full. Klar ist dein Pack voll. Dem, was ich hier alles einsammle. Ist das kein Wunder. So. Blabla. Nein. 105 Schaden. Nein. Nehme ich auch nicht. So. Habe ich noch irgendwas, das ich sockeln kann? Nö, ist alles schon gesockelt. Alles schon gesockelt. So, dann kann der weg. Eisschaden. Feuerschaden bleibt. Elektrikschaden bleibt auch. Gut, Kleiner. Achso, warte mal. Wir können erstmal die anderen Sachen noch einsammeln. Bevor ich dich losschicke. Siehst du, da bist du nämlich schon wieder voll. Könntest du mir vielleicht noch so ein paar Identifikationsspruchrollen mitbringen? So, nein. I can't carry anymore. Ah. Gut. Tschüss. Your pet has departed. Jetzt läuft mein Tier in die Stadt und verkauft die Sachen. Wie auch immer das durch die Wand in die Stadt gekommen ist, mein Tier kann das. Das ist auf jeden Fall gut. So, ein bisschen Geschwindigkeitszauber, dann sind wir hier auch schneller hinten. Und schauen wir, was uns hier noch so erwartet. Das ein oder andere Viech. So, meine Skelette sind beschworen. Ich brauche gar nicht meinen Spike. Ich brauche einfach nur meine Zauber. Gibt's in Diablo 3 eigentlich sowas wie einen Totenbeschwörer? Das wäre doch auch noch was. Sowas habe ich noch... Habe ich das schon mal gespielt? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe noch keinen Totenbeschwörer in irgendeinem Spiel gespielt. In World of Warcraft hatte ich mal einen Hexenmeister. No? Das ist ja so eine Art Totenbeschwörer mit seinen Pets. Mehr oder weniger. Nicht so richtig, aber so ein bisschen vielleicht. In Diablo 2 gab es mal einen, den habe ich aber, glaube ich, nicht so wirklich intensiv gespielt. So, nicht mehr lange dauert, ne? Diablo 3, das ist echt jetzt wirklich absehbar, die Zeit. Mitte Mai? Das ist ja schon bald. Wir haben ja schon die Hälfte vom April rum. Kann man da runter? Ne, sieht nur so aus. Ist auch egal, da unten ist wahrscheinlich eh nichts. Nichts Wichtiges. Das Gold nehmen wir auch mit. Wir haben so viel Gold. Was machen wir damit? 16.000 Goldstücke. Die brauche ich gar nicht. Ich muss mir auch überhaupt nichts kaufen an Waffen oder an Rüstung oder so. Das ist geht alles so hier. Ich kriege das alles so mit. Das reicht vollkommen, wenn ich einfach nur hier so ein bisschen rumlaufe. Siehst du, schon wieder 1.000 Goldstücke. Spike war schon wieder in der Stadt, hat alles den ganzen Schrott verkauft, den ich dabei hatte. Die angreifenden Kisten sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Ach, komm schon wieder voll. Ich habe doch eben gerade den Spike losgeschickt. Was gebe ich dir da? Ach so, wir können jetzt ein bisschen Erfahrungs-Bonuspunkte-Schub geben. Das wäre doch auch gar nicht verkehrt. Dann mal rein damit. So. Heilen wollen wir uns auch. Einmal auf die 6. So, und dann mal los hier. Oh, da ist auch wieder ein Bossgegner. Der gibt dann schön Erfahrungspunkte. Hoffentlich, wenn ich ihn treffe. Und ich nicht vorher getötet werde. Ja, kein Problem. Sieht man irgendwo seinen Buff, den man hat? Nee. Das ist natürlich auch doof. Es wäre auch schön, könnte ich mit diesen komischen Pflanzen... Oh, noch so eine Tarantula, eine große. Diese Pflanzen, die ich habe... was heißt Pflanzen? Diese Sachen, die ich da habe, dass man die sieht. Wo welcher Buff ist und so, was gerade aktiv ist, wie lange die Skelette noch durchhalten. Nö. Lectern. Identifikationsrolle, sehr gut. Die können wir gleich wieder einsetzen, um hier so den ganzen Schrott zu identifizieren. Brauche ich nicht, das sehe ich so schon. So. Zack. Also die Waffe ist ja echt lächerlich stark. Ich dachte schon vorher, dass das irgendwie zu leicht wäre. Und jetzt? Naja. Dabei sein ist alles, mitmachen ist alles. Hey, von hinten greift er mich an. Was fällt dir ein? Muss ich mich auch noch umdrehen, um dich zu erledigen? Ha.
So, mitkommen, Zombies. Hier oben. So, mache ich jetzt noch eine weitere Folge? Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ob ich jetzt noch eine machen sollte. Weil ich habe ja gefragt, ob ihr es sehen wollt. Wir sind jetzt schon fast wieder am Ende der Folge. Und das ist auf jeden Fall noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen. Ein paar Minuten haben wir noch. Aber die Frage ist halt, ob sich überhaupt jemand noch die nächste Folge anschaut, wenn ich jetzt gefragt habe, wollt ihr es überhaupt sehen? Jetzt sagen alle nein, oder kommt trotzdem noch eine neue Folge? Das ist auch doof. Nee, nee. Wir brechen gleich ab. Und dann warte ich einfach mal ab, was in der Abstimmung rauskommt, was ihr so sagt. Was gewünscht ist, Erik der Plünderer. So. Ja, und ich habe nicht nur Fame gegained, sondern wahnsinnig viel Zeug wieder zum Einsammeln gehabt. So, welches Level sind wir jetzt? Level 15. 15! Ah, jetzt kann ich den explosiven Schuss lernen. Sehr gut. Den nehmen wir doch gleich mal hier rein und probieren wir aus. Wow! Der haut hier rein. Habe ich noch einen Punkt? Tatsächlich, einen Punkt habe ich noch übrig. Erhöht den Level aller Angriffszauber. Zaubersprüche können gekauft oder gefunden werden. Ja. Ich greife ja mehr an mit meiner Waffe, als dass ich meinen Feuerball schleider. Auch wenn ich den Regeln... Boah! Das ist cool, wie der explodiert. Allein wegen diesem Schuss muss ich fast noch eine Folge aufnehmen. Hammer! Bam! Bam! Das ist ja die schleudernde Feuerballmaschine hier. Wenn der trifft, da wächst kein Gras mehr. Komm her hier. Zack. Zack. Oh. Belaran der Mörder. Die große Belaran der Mörderspinne. Und du, eisiger Nebel, hast auch keine Chance gegen mich. Und die anderen auch nicht. Jetzt wird es auf jeden Fall ganz schön bunt hier oben. Von oben und von unten schießen sie. Wo ist der von unten? Da. Ne, jetzt ist er weg. Ach was, erzähl was Neues. Müsste eigentlich mal wieder in die Stadt zurückgehen. Achso, schon mal hier. Der hat 8 Rüstung. Oh, Piratenhut. Piratenhut. Den muss ich auf jeden Fall dabei haben. So, den identifiziere ich auch noch. Der bringt auch nichts. Haben wir noch mehr? Den hier. Alles mal mitnehmen. Habe ich jetzt irgendwas liegen gelassen? Nee. Also der explosive Schuss, der gefällt mir richtig. Der gefällt mir jetzt so richtig, richtig gut. Das ist mal einer, der wirklich die Monster wegfetzt. Habe ich euch übersehen? Entschuldigt bitte. Das muss ich schnell nachholen. Ah, da geht's schon wieder raus. Das mache ich doch noch schnell, bevor ich jetzt hier weitergehe. Einfach nochmal schnell durchlaufen. Hier dürfte eh kein Gegner mehr sein. Nee. Und die Glyphe. Wunderbar. Na? Portal? So, angekommen. Fehlt uns nur noch eine Glyphe. Eine Glyphe fehlt noch. Und wir werden jetzt erstmal in die Stadt reisen und ein bisschen was verkaufen. Das machen wir ganz angenehm, indem wir ihn... Das nochmal gucken. 10 Rüstung, bla bla, ist nicht wichtig. Dich schicken wir jetzt los. Und machen Stadtportal und treffen ihn in der Stadt. 757 Goldstücke. Ich vermute, Spike kann auch so ein Portal beschwören. Ah, der Roboter. Hallo. Lalalala, wahrhaft ein heldenhafter Sieg. Timber Hawker, der Massenmörder, schreckte so laut, dass wir es bis hierher nach oben hörten. Ich wünschte, ich hätte dabei sein können. Natürlich war es ja aber gefährlich und jemand mit meinem Talent sollte sich nicht in Gefahr begeben. Ich werde überall von deinen Heldentaten berichten. Schön. Lalalala, besiege deinen Feind in... Was? Besiege diesen Feind und man wird noch in Jahrhunderten dich besingen. Wir
Beide wissen natürlich, dass dies dann nur dann durch meine Gesangskünste möglich würde. Baumschnitter der Grimmige erwartet dich in der Ebene 14. Ich habe die Geschichte bereits zur Hälfte fertig geschrieben, also enttäusch mich nicht. Und wir bekommen einen schönen Gürtel. Die Quest nehmen wir an. Hello. Hi there. Hier, willst du meine Boots? Meine Boots? Okay, okay, okay. Was hast du denn hier noch alles im Angebot? Level 17. Stärke. Bye. Hail. Hail, Identifikationsrolle. Zack, zack, zack. Immer gleich mal 40 Stück mit, dann haben wir auf jeden Fall genug. Zack, zack, zack. So, und die ganzen Edelsteine packe ich in die Kiste. Ihre geheime Truhe, was ist denn hier alles drin? Okay, das habe ich gar nicht gewusst. Hätte ich das gewusst? Warum habe ich denn da alles drin? Das ist bestimmt von einem anderen Spielstand, den ich mal gestartet habe und nicht zu Ende gespielt habe. So, so. Sowas macht der Marv. Unmöglich. Unmöglich. Okay, aber die Zeit ist vorbei, die Folge ist zu Ende. Schreibt in die Kommentare, ob ich weitermachen soll. Soll ich dieses Spiel beenden? Soll ich Torchlight durchspielen? Oder soll ich aufhören und meine Energie in andere Projekte investieren? Also, danke fürs Abstimmen, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play mit Marv. Servus!